Die Aufgabestellung dieses kleinen Tutorials soll sein, in einem Report eine gewisse Darstellungsformation linksbündig, rechtsbündig, zentriert, bündig oder einfach Objekte dementsprechend auszurichten. Dazu klicken wir auf unser Fragezeichen, wählen im Kontextmenü Reporte, Ausdrücke und wählen A4 Rechnungen, Lieferscheine und Angebote. Okay, wie man eine Kundennummer editiert oder eine Rechnungsnummer bearbeitet oder verschieden darstellt, haben wir bereits in vorhergehenden Videos dargelegt bzw. erklärt. An dieser Stelle wollen wir nun zum Beispiel Mehrwertsteuertexte anpassen. Der Text der Mehrwertsteuer befindet sich zum Beispiel ganz unten im Zusammenfassungsbereich. Okay? Und hier haben wir schon das Feld hier X Mehrwertsteuer. Wir machen mal einen Doppelklick darauf. Na komm. Okay, was bedeutet diese Bedingung? Wie bereits in den vorhergehenden Videos erklärt, werten wir hier den Typ aus. Das heißt, gibt es denn das Objekt X Mehrwertsteuer? Falls dieser nicht ungleich ist, also Raute unknown, dann soll er uns die Mehrwertsteuer ausdrucken. Das ist ein Text. Soweit, so gut. Was ist, wenn wir den Text nun zentriert haben wollen? Hierzu klicken wir auf Format und sagen einfach Center. Okay, das soll es im Prinzip schon gewesen sein. Template Characters, sagen wir Overlay. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Die Expression muss natürlich ein Text sein, ein Charakterfeld sein. Wir sagen jetzt einfach mal okay. So, ich schließe das Ganze, oder an dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich dieses Feld, das Sie natürlich zentriert darstellen wollen und deren Länge ja nicht bekannt ist, dementsprechend auch formatieren müssen. Das heißt, wenn dieser Bereich, also das heißt der linke Bereich und der rechte Bereich oder Leerbereich, also diese Leerzeichen nach links und nach rechts, ihrer Papierausrichtung entsprechen, dann müssen Sie das dementsprechend positionieren. Haben Sie einen, keine Ahnung, in Ihrem Briefpapier einen linken oder einen rechten Rand, müssen Sie dementsprechend das Objekt verschieben, ja, damit es halt quasi rein theoretisch in der Mitte Ihres Papiers ist, wenn es denn voll ausgedruckt wäre. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass links und rechts der gleiche Abstand bei uns ist. Wir sagen ja, wir wollen das speichern. Gehen auf Rechnungen, Lieferscheine, Angebote und klicken auf Vorschau. So, und wir haben hier nun die Auflistung unserer Mehrwertsteuerwerte hier, haben wir nun zentriert dargestellt. Prima! So, schauen wir uns mal diesen Text an. Das Rechnungsdatum ist das Datum der Leistung. Wie können wir das anpassen? Dazu müssen wir natürlich wieder etwas darüber wissen. Denn wir können nicht einfach irgendwas tun, ohne dass wir wissen, was wir tun und warum wir überhaupt irgendwas tun. Okay, wir nehmen jetzt hier einfach mal ein Textfeld oder machen wir es ganz anders. Ich füge ein Textfeld ein, hier unten, da wo die Mehrwertsteuer ist. Ich mache jetzt einfach mal diesen Zusammenfassungsbereich größer. Ich markiere mir das und schiebe das mal nach unten. Jetzt gibt es natürlich einige von Ihnen, die sagen, ich füge einfach ein Label ein, also das heißt eine Beschriftung ein. Okay, wir klicken auf das A und sagen Hallo Welt. Du bist so schön. Okay, jetzt haben wir ein Textfeld erstellt. Wir klicken irgendwo hin und sagen, also ein Label. Also das heißt, wir haben eine Beschriftung erstellt und sagen, okay, du bist jetzt da. Jetzt, wenn wir hier auf das Doppelklick gehen und sagen Eigenschaften und gehen nun auf Style, fehlt uns die Funktion, dass er uns das zentriert ausrichten soll. Woran liegt es? Ganz einfach. Ein Label ist ein definiertes Feld mit einem bestimmten oder deklarierten Text in einer vordefinierten Länge an einer von Ihnen festgelegten Position. Bedeutet, das Ding ist nicht flexibel. Weg mit dem Scheiß. Okay, das heißt, wir nehmen das, schmeißen das einfach raus. Wenn Sie etwas Flexibles haben wollen, das Sie zusammensetzen wollen, müssen Sie wie folgt verfahren. Sie klicken in der Berichtstool-Leiste auf ABL hier und klicken nun und erstellen dieses Feld. In diesem Feld geben Sie in der Expression, also im Ausdruck, nun an, was Sie haben wollen, und zwar in Gänsefüßchen. Also Gänsefüßchen, hallo Welt, du, na komm, du bist so schön. Okay. Jetzt haben wir einen Text. Hier können wir nun auf Format gehen und können sagen, pass mal auf, du bist zentriert. Und hier gilt das Gleiche wieder.
Wenn wir an dieser Stelle sagen, du bist, also das soll zentriert sein, passiert Folgendes. Wie gesagt, wir haben hier nur eine kurze Ausrichtung, also das heißt eine kurze Größe. Wenn wir uns das jetzt in der Vorschau anschauen, dann haben wir hier diese komische Einrückung. Ja, warum? Weil sie gesagt haben, mein Feld ist ja nur, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10 cm breit. Also sagt er 10 cm, richte ich das in der Mitte aus, in dem Feld, den du mir, lieber Benutzer, zur Verfügung stellst. Und da sie ihm keinen ausreichenden Platz zur Verfügung gestellt haben, wie wir es gerade in der Mehrwertsteuer schon angesprochen haben, macht er natürlich genau das, was sie sagen. Das heißt, er stellt sich, so komisch zentriert dar. So, das heißt, wir müssen das wieder auf unsere Größe einstellen, die wir benötigen. Und jetzt positioniert er den Text dementsprechend in der Mitte. Als Beweis, wir schließen das und wir sagen hier im Amazon, okay, Vorschau. So, hallo Welt, du bist so schön. Cool. Also das ist schon mal sehr, sehr gut. So, was ist aber, wenn unser Format zweizeilig ist? So, nein, ich will jetzt keinen Benutzer wechseln, ich will den Report ändern. Bitte. So, wir rollen wieder nach unten. So, was ist, wenn das zweizeilig ist? Also das heißt, Sie persönlich geben einen statischen, festen Text ein. Wohlgemerkt, also das ist kein variabler oder dynamischer Inhalt, der aus der WABI oder aus den Systemeinstellungen kommt, sondern Sie sagen, ich will schreiben, hallo Welt, du bist so schön, und in der zweiten Zeile so wunderschön. Okay, was müssen wir tun? Wir müssen ihm erstmal sagen, pass mal auf, es kommt eine neue Zeile und wir müssen etwas zusammenfügen. Also, wir haben unseren ersten Teil, Gänsefüßchen, hallo Welt, du bist so schön, und zum Schluss wieder Gänsefüßchen. Nun machen wir ein Leerzeichen, machen ein Pluszeichen, machen wieder ein Leerzeichen und schreiben, er soll uns nun ein Trennzeichen inklusive eines Zeilenvorschubs bitte generieren. Wir schreiben CHR, Klammer auf, 13, okay, plus, also Gänsefüßchen, plus, und jetzt hat so wunderschön. Und schließen das Ganze natürlich wieder mit einem Gänsefüßchen. So, wir haben nun einen Zweizeiler. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, und jetzt ist es aber so, dass er uns nur die erste Zeile anzeigt. Ja, warum ist das so? Ja, ganz. Jetzt kommt es wieder. Jetzt kommen wir zum nächsten kleinen Tipp. Also, das ist ein sehr, sehr praktisches Beispiel, das Ihnen hoffentlich hilft, Ihre Layouts anzupassen. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das Anpassen von Layouts oder nach Ihren persönlichen Wünschen oder Vorstellungen kein Standard oder kein kostenloser Standardservice unsererseits ist, ist ja klar, sondern das müssen Sie halt buchen. Aber diese Videos sollen Ihnen dabei helfen, das auch selber zu tun. So, wir haben hier nun unser Objekt. Wir machen wieder einen Doppelklick und sagen ihm erst einmal, ja, was soll denn überhaupt sein? Das Ganze muss natürlich dynamisch sein. Das heißt, wenn etwas danach kommt, muss ja das alles irgendwie dynamisch verschoben werden. Also muss es nicht feststehen hier, fix relative up top of the band, sondern es muss fließend sein. Float. Okay. Das heißt, das Ganze wird dynamischer, fließender. Des Weiteren sagen wir ihm, pass mal auf, wenn du mehr Platz brauchst, dann vergrößere dich automatisch. Stretch with overflow. Wenn wir diese Punkte setzen, ich schaue jetzt mal dieses Objekt an, ob das auch richtig gesetzt ist. Wir brauchen natürlich hier auch einen Float. Ja? Also alles, was danach kommt, muss natürlich auch fließend sein, Float. Weil sonst hätten wir eine Überlagerung von Objekten. Und hier haben wir auch Float. Alles gut. Wir schließen das Ganze und hoffen, dass nun das Ganze zweizeilig dargestellt wird. Wir sagen Vorschau. Und wir haben hier genau das. Hallo Welt, du bist so schön, so wunderschön. Nun haben wir unseren individuellen Text, den wir zwar starr definiert haben, aber wir geben dem eine gewisse Dynamik, sagen, du bist zweizeilig, du bist links ausgerichtet, du bist rechts ausgerichtet. So können Sie Ihre Texte dementsprechend anpassen. Zusammengefasst, starre Texte, also Texte, die Sie selbst vergeben, ja, müssen Sie in ein Textfeld packen, nicht in ein Label, also in eine Bezeichnung. Denn ein Label, wie jetzt hier zum Beispiel das Wort Mahngebühren, hat keine dynamische Vergrößerung und hat auch keine variable Position und auch keine variable Größenänderung. Okay? Und wenn Sie ein bestehendes Feld zum Beispiel auch mittig positionieren wollen, müssen Sie ja nichts anderes tun, wie gesagt, abschließend nochmal, dass Sie dieses gewünschte Objekt einfach anklicken, sagen
in sagen natürlich, dass es hier im Format sich mittig ausrichten soll, Center, und bestätigen das Ganze mit OK. Geben dem Textfeld nun die richtige Größe, damit das wirklich tatsächlich mittig in Ihren bedruckbaren Bereich liegt. Speichern das Ganze ab und das war's schon. Das heißt, nun einfach auf das X klicken, speichern, ja, mit Rechnungen, Lieferscheine, Angebote, eine beliebige Rechnung nehmen, einfach auf Vorschau klicken. Und wenn Sie alles richtig gemacht haben, kommt auch das so raus, wie Sie es wollen. Haben Sie es falsch gemacht, erhalten Sie ein leeres Blatt Papier. Ein leeres Blatt Papier. Denn einen Fehler, den Sie im Ausdruck machen, kann die WAWI nicht mehr auswerten. Und demzufolge sagt er, kann ich nicht tun, also macht er gar nichts. Dann erhalten Sie ein weißes Blatt Papier, dann wissen Sie, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Und dann können Sie den Zustand oder den Ausdruck, den Sie verändert haben, wieder zurücksetzen. Oder wenn Sie gar nicht mehr weiter wissen, können Sie im Ordner von WAWI Profi 3, WAWI Profi 3 Layouts, Reports, können Sie den dementsprechenden Report, in unserem Beispiel war das der A4, Bohn mit Unterstrich davor, können Sie einfach löschen. Diese beiden Dateien, die FRT und die FRX-Dateien, Unterstrich A4, Unterstrich Bohn, FRX und FRT, sind die Kopien des Originals, denn WAWI Profi 3 arbeitet immer auf einer Kopie des Originals. Wie gesagt, sollten Sie gar nicht damit zurechtkommen, können Sie auch eine Reportanpassung durch uns in Auftrag geben, die allerdings kostenpflichtig ist. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.